Das sogenannte diabetische Fußsyndrom tritt bei Diabetikern, also Patienten mit Zuckerkrankheit, auf. Durch den erhöhten Blutzucker kommt es zu einer Störung, zu einer Schädigung der kleinen, aber auch großen Gefäße und auch der Nerven. Das begünstigt das Auftreten von Wunden aufgrund der schlechten Durchblutung, aber auch durch das verminderte Schmerzempfinden. Und kleine Druckstellen können dann sehr schnell zu großen Wunden heranwachsen. Und im sehr fortgeschrittenen Stadium sehen wir auch Veränderungen an den Knochen, das heißt Deformitäten und Frakturen, die eben bei Patienten mit einem sehr stark ausgeprägten diabetischen Fußsyndrom eben immer wieder beobachtet werden können.